Liebe Leserinnen, liebe Leser, neues Profil, Titelgeschichte, wie nicht anders zu erwarten. Die Flut, Chronik einer Naturkatastrophe. Aber die politisch interessanteste Geschichte hat Martin Staudinger geschrieben unter dem ganz netten Titel Schissbefehl. Sie können sich schon vorstellen, worum es geht. Sprechen wir über den Golan. Du bist da ziemlich eindeutig in deiner Haltung und meinst, dass der Abzug der UNO-Soldaten vom Golan feig ist. Ich wurde darin eigentlich jetzt nachträglich durch die wirklich interessanten Reaktionen bestätigt, die wir bekommen haben. Und zwar gerade von denjenigen, um die sich die Politik die größten Sorgen macht, nämlich den Soldaten, den UN-Soldaten. Ich dachte, du meinst die Wähler. Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber offiziell macht man sich ja die größten Sorgen um die Soldaten am Golan und da haben wir wirklich eine Reihe von Reaktionen bekommen, die sehr viel Zustimmung zu unserer Argumentation gebracht haben und sehr viel Kritik auch am Abzug. Also die schätzen die Sicherheitslage vor Ort offensichtlich nicht so dramatisch wie die Bundesregierung, was jetzt wieder darauf hinweist, dass das Ganze doch eine sehr, sehr politische Entscheidung ist. Man könnte die Sache auch anders sehen, dass die Kronenzeitung das ein wenig anders sieht. Klaus Bandi heute zum Beispiel am Dienstag ist nicht weiter verwunderlich, aber zum Beispiel der Sicherheitsexperte Heinz Gärtner sieht das auch im Standard ein wenig anders und meint, die österreichischen UNO-Truppen und das dahinterliegende Rechtsgebäude seien einfach nicht darauf ausgerichtet, hier mitten in einem militärischen Konflikt zu agieren. Also weder dürfe man noch sei man militärisch ausgerüstet dafür. Die Argumentation hat natürlich was für sich. Das ursprüngliche Mandat, das die UNO-Truppe dort hatte, ist ja mittlerweile bedeutungslos geworden. Gleichzeitig hat aber diese Mission meiner Meinung nach eine weitaus größere aktuelle Bedeutung bekommen. Die hat jetzt, wie gesagt, nichts direkt mit dem Mandat zu tun, aber sie sorgt dort für einen letzten Rest von Stabilität. Und dadurch, dass Österreich jetzt völlig überhastet, ohne die UNO vorzuinformieren, abzieht, hinterlässt sie eine Lücke, ein Vakuum. Und die Folgen, die dadurch drohen für Israel, für den Rest von Syrien und so weiter, sind meiner Meinung nach so groß, dass man das Risiko, das natürlich für die österreichischen Soldaten noch besteht, eigentlich in Kauf hätte nehmen müssen. Das ist ein geordneter Rückzug über die nächsten, meinetwegen 3, 4, 5, 6 Monate. Dafür könnte man Verständnis haben. Es hätte vermutlich auch Möglichkeiten gegeben, im Vorfeld den Einsatz zu adaptieren. Man hätte sich darum bemühen. Darauf nimmst du in deiner Geschichte auch. Genau, man hätte sich bemühen können, das Mandat zu ändern. Ja. Lustigerweise haben in einer ersten Reaktionswelle alle gesagt, das ist blauäugig, das überhaupt in den Raum zu stellen. Jetzt sagt es der Spindelecker selber. Ich denke, dass die UN und alle Beteiligten in dieser Situation durchaus Interesse gehabt hätten, Österreich zu halten und auch Zugeständnisse zu machen. Wie hätte so ein geordneter Rückzug jetzt ausschauen können? Du hast zum Beispiel gesagt, dass die Soldaten hätten, glaube ich, auf israelisches Gebiet sich zurückziehen können, neue Stellungen. Da gab es die Überlegung seitens hochrangiger Bundesheeroffiziere. Mhm. Lustigerweise waren wir gerade in Götzendorf bei den UN-Soldaten. Wir hatten eine ganz andere Geschichte geplant. Genau. Und die haben zum Beispiel gesagt, man hätte sich an die sogenannte A-Linie zurückziehen können. Ja. Das ist in dieser Waffenstillstandszone die israelische Seite. Da wäre man in Sicherheit gewesen, man hätte aber den Einsatz nicht formell aufgegeben. Und das ist natürlich ein wichtiges Signal, ne? Zu sagen, wir laufen nicht davon, wir passen an und wir lassen uns und der UNO die Möglichkeit, dass dieser Einsatz nicht einfach endet nach 39 Jahren, sondern dass in irgendeiner Form wieder reaktiviert werden kann. Das heißt, dies ist eine rein innenpolitische Entscheidung mit Blick auf die Nationalratswahlen. Der Bundeskanzler und der Vizekanzler und Außenminister wollen nicht riskieren, dass dort dass österreichische Soldaten dort zu Schaden kommen und das auf sie zurückfallen könnte. Also freundlich gesagt würde ich sagen, das politische Überleben der Regierung war mindestens so wichtig wie das Überleben der Soldaten. Schissbefehl eben. Ist der Titel von dir? Ja. Gratuliere. Liebe Leserinnen, liebe Leser, wie Sie sich vorstellen können, werden wir in der kommenden Woche, in der nächsten Ausgabe auch nicht völlig darüber hinwegblicken, was Österreich da getan hat und uns ein wenig der außenpolitischen Vergangenheit und von Zukunft zu sprechen, ist vielleicht zynisch, aber auch Zukunft Österreichs widmen und das wird kein unkritischer Bericht werden.
wünsche eine schöne Woche und viel Vergnügen mit diesem Profil.